Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Angezockt Hand Showdown. Ist schon ein bisschen draußen, schon ein paar Tage, ist Early Access und es macht mir Laune, wobei ich noch nicht 100% das geschafft habe und noch nicht begriffen habe. Gibt vielleicht noch ein paar Sachen, die ich auch noch selber lernen muss. Tja, wie erkläre ich es euch? Wir machen Folgendes. Es werden zwei Videos kommen, denn einmal können wir quasi... Naja, den anderen Modi erkläre ich dann später, wenn wir soweit sind. Also, kurze Übersicht. Wir brauchen Jäger. Den hat man Standard. Mir gefällt nur die Wumme hier nicht, die Schrotflinte. Warum habe ich den nicht genommen? Aber er kann heilen und mit denen erstmal ein paar Dollar verdienen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Ich hatte schon 4000... Darum habe ich mir einen anderen Jäger gekauft, quasi. Der hatte aber keine Nahkampfwaffe, darum habe ich ihm nochmal eine spendiert. Man kann auch noch weitere rekrutieren. Zwei sind zur Auswahl, die natürlich irgendwo Vor- und Nachteile haben. Aber das sollte uns erstmal nicht stören. Nee, rekrutieren will ich erstmal nicht. Ich will die aber vielleicht mal verbessern, irgendwie. Laden. Ja, man kann noch weitere Ausrüstung kaufen oder verkaufen. Das gibt es später. Ja. Ein bisschen Geschichte hier. Interessiert mich aber nicht. Book of Law. Okay, da steht ein bisschen mehr. Achso, ein bisschen Versionsnummern. Ach, wer hier irgendwas gemacht hat. Okay. Egal. Ja, das ist soweit ganz nett. Aber gehen wir mal ins Spiel. Und zwar sage ich jetzt einfach mal Spiel. Haben wir zwei Moni. Einmal Klick. Quick Play und einmal Bounty Hunt. Wir starten einfach mal Bounty Hunt. Das ist der Teil, der länger dauert. Der geht natürlich, heißt ja Quick Play, schneller. Und hier gehen wir einfach mal rein. Wir können Region ändern. Machen wir nicht. Zufälliger Auftrag. Ja, komm. Machen wir zufälliger Auftrag. Und ich bin Solo. So, bei Hand geht es darum, wir kommen auf einer Karte und sind halt umgeben von Zombies, Monstern, alles mögliche. Wir haben meistens einen Auftrag, ein größeres Monster zu töten, das müssen die anderen Spieler auch quasi. Und wir müssen immer drei Hinweise auf der Karte finden. Wenn wir einen Hinweis gefunden haben, wird ein Teil der Karte dann weggenommen und somit wird das Gebiet immer kleiner. Bis wir halt diesen Endboss finden, den töten. Es kommt aber die Krux an der Sache. Die anderen Spieler wollen ihn auch töten, denn der hinterlässt natürlich tollen Loot. Und den wollen natürlich alle haben. In dieser Spielform jetzt hier... Jetzt muss ich noch zum Starten klicken. Bin ich sehr wenig Menschen begegnet bisher. Meistens bin ich schon vorher gestorben. Das Einzige, was mir hier noch so ein bisschen aufstößt, sind so die Ladezeiten. Aber ich weiß es nicht. Das Spiel ist ja vor ein paar Monaten rausgekommen, also ein Early Access, ne? Ist noch nicht fertig. Kann natürlich sein, dass der große Hype jetzt vorbei ist. Es geht so Richtung Tarkov. Also, ne, weil... Also PUBG so ein bisschen... Na, Quickplay geht so ein bisschen Richtung PUBG. Obwohl man nicht so einen Kreis hat, wo man hingeht, aber die Map wird kleiner und es geht so Richtung Showdown. Und Tarkov war so ein bisschen, kommst auch auf eine Map mit anderen Leuten und auch KI-Gegnern und versuchst damit Loot wieder rauszukommen. So ein bisschen kann man es mit vergleichen. Natürlich sind wir hier zeitlich im Western-Zeitalter, aber es sieht cool aus. Es ist, glaube ich, mit der Cry-Engine gemacht oder es ist auch neu von Crytek. Aber da will ich jetzt nicht 100% die Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, sowas gelesen zu haben. Sieht auf jeden Fall geil aus. Also ich finde es geil. Natürlich, wenn man noch eine geilste, neueste Grafikkarte hat, dann sieht es noch geiler aus. Meine hat jetzt schon ein paar Tage hinter sich. Aber bald habe ich 100 Abonnenten, dann kommt das dicke YouTube-Money. Nein. War ein Scherz. Erst bei 1000. Diese Viecher hasse ich. Die versuche ich immer aus der Entfernung Platz zu machen. Die Höllenhunde. Weil sie sind so schnell.
Aber am schlimmsten finde ich ein paar Viecher, die hasse ich total. Die werden wir auch bestimmt sehen. Also die spielen sich auch anders, die Gegner. Das sind nicht alles die gleichen Gegner, ne? Also. Jetzt habe ich ein schwarzes Bild. Hallo. Oh, geht los. Ist da dunkel? Okay, in der Dunkelheit habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist natürlich gleich ein anderes Feeling, weil bei mir ist es auch gerade dunkel in der Butze. Ja, wir folgen, haben hier immer diese Sicht der Geister oder so. Da kannst du halt Leichen sehen oder. Oh, da ballert jemand rum. Nicht sehr weit weg. Das zeigt uns so ein bisschen den Weg, wo wir hin müssen. Und ich glaube, da steht schon einer. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das sind die normalen Zombies, sind gut. Am besten sind gegen die, oder für die gibt es meistens so Zweihand-Äxte, Zweihand-Hämmer. Die machst du mit einem Schlag dann platt, dann sind die überhaupt kein Problem. Mit anderen Viechern habe ich mir nicht getraut, diese Waffe anzuwenden. Es wirkt echt anders in dem Dunkeln. Aber am Tag könnte man besser die Grafik genießen. Oh, da haben wir gleich Munition. Ah, der ist nicht weit weg, der Typ. Ja, da ist er irgendwo an Krähen vorbeigelaufen. Was ich richtig cool finde, hier gibt es so Stellen, also Äste auf dem Boden, wenn du da langläufst, dann knackt's. Oder Glasscherben. Sieht cool aus. Also hier war ich noch nicht. Schlachthaus. Ja, das passt ja. Also wenn ich hier wirklich an den Krähen vorbeilaufen würde, das würde man hier in der Umgebung richtig hören. Man kann hier auch Fallen bauen oder hier diese Fallen nutzen. Ich hatte schon mal ein Vieh eingeschlossen. Ach ja, man muss. Und Aufgabe oben links, das ist die Spinne, die wir töten müssen. Und da hinten geradezu haben wir auch was. Dieses Pferd ist auch scheiße, es verpetzt einen auch immer. Ja, hier war ich noch nicht. Halt die Fresse, Mann! Oh! Jetzt weiß jeder, dass ich hier bin. Ketten machen auch Geräusche, ich finde das alles super. Machen wir erstmal den platt hier. Ey! IDO! Schweinebacke. Es gibt natürlich auch Gerätschaften, wo man Lärm machen kann zum Ablenken. Muss ich da rein? Nochmal orientieren hier. Ne, dahinter. Oh! Dass einer mal aufsteht, habe ich auch noch nie gesehen. Meistens die liegen, sind tot. Reingucken, Bärenfallen gibt's auch. Eine Kasse. Cool, 50 Cash. Halt die Fresse, ihr Köter. Hey, war doch hier das Leuchtzeug. Wie komme ich hoch? Ja, in Dunkelheit spielt sich das gleich viel, viel besser. Ah, ein Schuss hat man ja benutzt. Ah, die hören sich echt scheiße an, die Viecher. Kurz gucken. Im Quickplay ist es manchmal so, dass die Gegner quasi, also die menschlichen Gegner, hier warten, bis einer kommt und den gleich um die Ecke erschießen. So, jetzt haben wir nämlich hier einen Teil weggeradiert. Und jetzt wissen wir, hier wird es irgendwo sein. Das sind Ausgänge quasi. Hier gibt es Loot, glaube ich. Das sind irgendwie Versorgungspunkte, war ich selber noch nicht. Wir können ja den hier mal als Versorgungspunkt, da müssen wir eh lang. Versuchen wir den anderen mal zu finden. Gut, jetzt sind wir hier fertig. Loot scheint hier nicht mehr zu sein. Man muss jetzt echt nur aufpassen,
Weil natürlich, ich habe Angst, quasi diese Viecher zu übersehen. Ah, hier gibt es viel Heilung im Haus. Ich habe aber schon was dabei. Nee, ich gehe falsch. Das ist auch immer so ein Problem. Wir müssen... Nee, Nordwesten. Ja. Nordwesten. Ich könnte jetzt auch die Zeichen weiterfolgen, aber ich will erstmal so einen Versorgungspunkt mal sehen. Pass auf, dann gibt es halt nur Munition. Ah, die Gegner, die was Brennbares in der Hand haben, die kann man gut erkennen. In der Dunkelheit. Die holen wir uns gleich mal. Die Punkte. Hallo. Ich bin's, der Heinrich. Weg. Hören. Na gut, man könnte noch die Effekte ein bisschen arbeiten, dass sie so ein bisschen abgehackt werden. Aber das kann man ja auch später noch machen. Das ist, Ach, den nehmen wir auch nochmal. Noch mehr. Ah, da hinten hören wir Schüsse. Ah, da müssen wir nicht hin. Nordwesten ist unser Ziel. Was ist denn hinten? Heuballen? Heidi ho, Schweinebacke! Oh. Das sind noch die einfachen. Hier ist der Versorgungspunkt. Ah, da brennt. Vielleicht war ich auch früher schon mal bei einem, aber ich habe das nicht so als Versorgungspunkt wahrgenommen. Hier gibt es auch eine Axt. Munition. Oh, hier gibt es ganz viel. Okay. Ich habe mal geguckt, ob es hier Waffen gibt, aber gibt es ja nicht. Im Quickplay rennt man da mit einer Waffe los und dann kann man da ganz viele Waffen noch finden. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns so ein bisschen und wieder... Ja, wir sind aus dem Feld raus. Alice Farm. Hm, trink mal einen Schluck. Kapo? Oh, ich trinke immer aus. Ich glaube, die Map kenne ich noch nicht. War noch nichts mit Schlachthaus. Und nichts mit Krematorium. Also das hätte ich mir gemerkt. Also wir hören immer Schüsse, aber sie sind immer weiter weg. Ah, jetzt weiter links. Ins Wasser gehe ich nicht, weil ab und zu werde ich da von irgendetwas verfolgt. Wetter ist nicht scheiße genug, da könnte es ja einfach mal regnen. Oder donnern. Gucken wir uns das Häuschen mal an. Also Blubberblasen im Wasser ist ganz gefährlich, da kommt irgendwas Tentakelmäßiges raus. Bisher hat es mich aber noch nicht erwischt. Heidi ho! Munition brauchen wir eigentlich nicht, aber... Hier war's. Auf jeden Fall der Punkt nicht. Registrierkasse. Ah, jetzt finde ich Munition überall, ja. Meine letzte Runde Clickbait bei der anderen Geschichte sah so aus. Ich hatte keine Munition und keine Heilung gefunden in den ganzen Scheißhäusern. Hier krieg ich's hinterhergeworfen. Wo ich es gerade nicht brauche, weil ich ja mit einem Hackbeil hier rumlaufe. Hört sich ja komisch an. Okay, ins Wasser gehe ich nicht.
Ah, das meine ich mit den Ästen. Scheint aber im Wasser zu sein. Hat auch nichts, keiner was anderes gefunden bisher. Ah ja, es gibt noch so Mini-Special-Sachen, die so tägliche Aufgaben. Ich muss 200... Oh, aua! 275 Monster killen. Werde ich aber nicht schaffen. Also müsste ich ein paar Stunden spielen, weil so eine Runde hier wie jetzt, ich tendiere, da kann man echt immer nur Stunde spielen, glaube ich. Da schafft man nicht so viel auf einmal. Das ist doch vor uns. Ach, das sind die scheiß Enten. Verfickt euch, ihr Enten. Die mag ich nicht. Der geben wir gleich mal einen Headshot. Das war nicht ihr Kopf. Denn dann, die schleudert einen so einen schönen Schwarm Mistfliegen auf einen. Die einen, von dem man gleich gebissen wird und vergiftet wird. Hey, Bootsmann! Oh, den kam da so ein bisschen Gedärmchen aus dem Bäuchlein. Da oben ist nämlich noch so eine Fotze. Entschuldigung, wenn ich so komische Ausdrücke habe, aber... Wow! Oh, oh. Ich weiß bei dem nie, wo das Gesicht ist. Okay, das war da richtig wohl. Das heißt natürlich alle Welt, dass ich hier bin. Die da oben, die ja gerade rumschreit, auch. Ich kriege ich. Warte ab, warte ab, warte ab. Und dann baller ich jetzt hier rum und ich finde hier in diesem Gebäude keine Munition. Passt auf. Ach, die steht mit dem Rücken zu mir. Dahinter ist der Kopf. Egal, draufballern, bis er umkippt. So, ich habe einen Hackebeil. Hackebeil kann ich nicht mehr aufnehmen. Ah, manchmal spackt das so ein bisschen rum. Ach so, jetzt kann ich sowas nehmen. So, was sind da? Machen wir gleich Tor wieder zu. Ah, hier ist gar nicht gut drin. Das ist gar nicht gut. Scheiße, jetzt bin ich über Glas gelaufen. Hier gibt's nichts. Nichts. Wer hätte es geahnt? Also. Scheißendreck. Hier gibt's nichts. Nichts. Das ist die falsche Munition auch noch. Heilige Makrele. Toll. Kackhaus, ey. Schon zwei Tote aufgestanden. Ist hier unten was? Oh, da leuchtet was. Ich brauche jetzt Munition. Ja? Oh! Ach, fuck it! Lad doch mal nach, du! Da ist die Bärenfalle, die hätte ich vorher gebraucht. Fuck.
Scheiße. Ach, das ist noch schlechter. Da sind Hunde. Mit denen kann ich gar nicht. Jetzt rennen wir wieder rein und machen die Tür zu. Geht's ja gar nicht. Mist, hat geklappt. Könnte mal ein bisschen Munition gebrauchen. Nur so ein bisschen. Und eine Axt ist immer gar nicht verkehrt. Heilung bereits voll. Okay. Alle Munitionskiste lassen wir nochmal. Scheiße. Das sieht hier echt nach Spinnscheiße aus. Verdammte Scheiße. Wo muss ich auch hier hinrennen? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man ohne Hinweisen diese Viech begegnet. Da ist ein Hinweis. Ah, da nochmal ein Schuss. Karte aktualisiert und wir hauen ab. Wir müssen weiter nach Norden. Also in diese Richtung. Genau, Nord, Nordwest. Wasser, ich liebe ja Wasser. Oh, die links, das ist die, die ich nicht mag. Da gehen wir lieber zu ihmchen hier. Und was ich auch lustig finde, man kann sogar in dem Klos was finden. Also ab und zu meines Plumpsklo gucken macht schon Sinn. Scheißhunde. Ah, fuck. Ist ja alles voll Wasser hier, verdammte Axt. Dann gehen wir mal links weiter. Kein Hit. Stirbt doch nicht. Gut. Oh, oh, das kenne ich nicht, was da kommt. Auch ein normaler Zombie? Ich bin mir gerade nicht sicher. Sieht so anders aus, den kenne ich so noch nicht. Was wir nicht kennen, das meiden wir am besten hier in diesem Spiel. Lieber ein bisschen Schisser sein. Dafür länger leben. Friedhof. Da renne ich natürlich richtig gut wohin. Und da ist wieder ein Versorgungspunkt. Ach, das im Kreis ist eine Ruine oder sowas, ja? Was ich mich nur wundere, warum finden die anderen Leute keine Hinweise? Oder bin ich der Einzige, der sich auch so auf die Suche macht und die anderen töten sich lieber gegenseitig oder was? Vielleicht haben die noch weniger Ahnung als ich. Ach, halt die Fresse. Erschissene Drecksvögel.
Ah, das sind die, die ich nicht mag. Die explodieren so richtig und dann sind es lebendige Fackeln und die sind ganz scheiße. Das heißt, da leuchtet was, da gehen wir mal rein. Aber am besten an denen vorbei. Der frisst auch viel Munition. Wie ich den besiege am besten, das habe ich noch nicht rausgekriegt. Oh, das ist Normalo. Hi. Oh, mit so einem Kreuzsymbol drauf. Also man muss sagen, auch wenn es diese ähnlichen Zombies sind, sie sind immer anders gekleidet. Also ich habe da hier in dieser Folge schon ein, zwei Kleidungsstücke gesehen von den Viechern, die habe ich so noch nicht gesehen in diesem Spiel. Und ich habe jetzt echt ein paar Runden schon hinter mir. Normalerweise hat man da schon alles gesehen. Das ist auch mal das, was ich mal sage, so ein Skin mal über eine Figur zu machen, die man schon hat quasi. Das ist ja kein Zauberwerk. Kann man ja machen. Versuchen wir den da einfach rauszuholen. Machen wir gleich gerne an ihn vorbei und dann Tür zu. Na, komm her. Tür zu? Geht nicht. Kacke. Trick hat nicht funktioniert. Tür zu? Die Türen gehen ja nicht zu. Ah, shit, 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 shit. Raus. Gut, das war schon mal ein Satz mit X. Hinter mir war einer. Ich nehme ihn nochmal mit. Wahrscheinlich auch deswegen hier die Glocke da zum Rauslocken. Man muss ja nicht immer töten. Töten macht der Krach. Das wollen wir ja nicht. Weil dann wissen die anderen Spieler ja, was hier los ist, was hier einer ist. Das sollen sie eben nicht wissen. Hat immer noch keiner was gefunden, irgendwie, ne? Pussys. Ah, trotzdem aufs Glas gekommen. Oh, Munitionskiste merken. Dach. Da hinten auf der anderen Seite. Komm mal da hoch. Oh, fick dich. Scheiß Krähe, Alter. Nicht, dass wir da hier erschossen werden von irgendwen. Also ich mal alle drei Punkte finde, das hatte ich noch nicht gehabt. Okay. Meistens hat man, ich hatte mal einen Punkt gefunden und die anderen haben mal zwei Punkte gefunden. Puh. Warte mal ganz kurz, Richtung abschätzen. Das heißt jetzt Osten? Nee, Nordosten. Nordosten müssen wir. Okay, Waffenmunition haben wir ja noch genug. Heilung sind auch voll geheilt. Ich habe eigentlich keinen Bock, gegen das Vieh zu kämpfen. Weil ich mich dann total blamiere, das weiß ich jetzt schon. Die anderen Viecher, die ich bisher gesehen habe, die kenne ich mittlerweile. Spinne der Verbannung, 1%. Was ist das denn jetzt auf einmal? Kämpft da jemand schon gegen das Vieh oder was? Hey, das wäre jetzt echt fuck. Ich löse das alles. Ach, hier wollen wir nicht rein.
Hier rennen wir außen rum, Nordosten. Das wäre jetzt echt Verbrennung 10%. Alter, ist da jemand schon dran? Faule Schweine, echt. Oh, den sind wir mal weg. Der brennt, den habe ich keinen Bock, den mag ich nicht. Prozent. Ja, normalerweise müsste ja so ein Blitz sein oder so. Oh, oder so ein Symbol, das kenne ich auch gar nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die voll ist. Ob wir dann abhauen müssen oder die, ob da jemand gerade killt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was auf dieser Karte passiert. Ich habe ja keine Zeit für. Ah, fuck you. Oder muss man in diesen Bereich erstmal rein? Quasi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt die Spinne in dieser Zeit besiegen sollst. Musst du erstmal hinfinden, ey. Vorsichtig. Oh, mit der Karte hört auf, oder was? Wir sind ziemlich nah. Also schön, wenn ich gerade nichts erzähle, aber ich bin gerade selber ein bisschen gespannt. Das ist was anderes Ekliges. Das ist nicht die Spinne. Das andere Gebäude. Würde ich sagen. Ah, ich will nicht die Schiene. Achso, wir mussten warten, oder was? Ich verstehe nicht, was hier passiert gerade. Also... Wozu dieser Timer abgelaufen ist, habe ich keine Ahnung. Oh, da ist er. Fuck you! Distanzkopfschuss! Wichser! Wichser! Level 16! Ah! Ihr waren so nah! Ja, also der hat das Vieh gekillt wahrscheinlich und hat gewartet. Oder killt erstmal alle Leute, die rankommen und ja. Scheiße, Alter. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Bin zum hin zu diesem Monster quasi. Ich habe alle drei Sachen gefunden. Und kein anderer hat sich darum gekümmert. Faule Schweine. Und dann will ich mal absahen. Ich habe noch nicht mal die Spinne gesehen. Verdammte Axt. Aber als wir da angekommen sind... Ja, da wir die Hinweise entdeckt haben. Okay. Scheiße. Neuer Gegenstand freigeschaltet. Oder irgendeine Pfote. Ja, 71 von 275.
14 Stunden noch, da muss man echt mal den ganzen Tag zocken, wenn so eine Runde schon ewig dauert. Wir sind noch im Training-Modus, ich glaube ab Rang 16 muss man für seine Hunter bezahlen, dann sterben die, glaube ich, richtig. Solange hat man, glaube ich, nochmal so ein bisschen, ja, Schutz quasi und, ja, das war's eigentlich erstmal. Was bringt mir so eine Pfote? Warten durch tiefes Wasser verbraucht weniger Ausdauer. Alligatorbeine. Ja. Brauche ich nicht. Ah. 50% Heilung, wenn wir einen toten Hunter looten. Ja. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich finde, das Spiel sieht nicht nur gut aus, es macht auch Spaß. Wie das ab Level 16 ist, weiß ich nicht. Also wenn ich dann wirklich, wenn so ein Jäger, wenn der mir verreckt, wenn ich das so richtig verstanden habe, wenn der tot ist quasi und ich den neu kaufen muss, ich weiß nicht, ob der Loot weg ist oder auch ob der Charakter weg ist. Ich weiß auch nicht, wie mein Charakter hier endlich mal aufsteigen kann, mein Typi hier. Weil irgendwie habe ich schon ein paar Runden gespielt, aber der andere Typ hat ja gerade Level 16 oder so gehabt. Und wenn ich überlege, ja, jedes Mal 100 bis 217 Dollar. Die Runde lief ja schon gut. Wir haben ja schon, glaube ich, 100 Dollar gefunden. Und so noch ein bisschen nebenbei gekriegt, aber das war Glück. So viel hatte ich noch nicht vorher gefunden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Runde. Und ja, ich würde hier erstmal einen Break machen und nächste Runde, Teil 2, wird dann halt so ein Quick Play sein. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Ach ja, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen, ciao.